Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video dreht es sich um meinen Anzug. Und zwar habe ich einen Anzug bei Zara bestellt, um die 110 Euro. Wir gucken uns den einfach mal zusammen an und entscheiden dann, ob der Anzug was kann oder nicht. Los geht's. So, Freunde, wie schon im Intro beschrieben, ich habe mir den Anzug und zwar bei Zara bestellt. Ist ein schlichter schwarzer Anzug, ganz einfach gehalten, nichts Besonderes dran. Hat ein relativ schmales Revers. Wirkt aber im ersten Moment ganz gut, modern geschnitten. Er hat hier noch so Taillierungen eingearbeitet und keine aufgesetzten Taschen, sondern hier mit Überlappung. Schöner Anzug, muss ich sagen. Im ersten Moment macht er einen ganz guten Eindruck. Das Besondere an dem Anzug ist, er hat einen sogenannten Stretch-Anteil noch mit drin. Das heißt, der Anzug gibt ein bisschen nach. Er wird auch, wenn ihr zunehmt, ein bisschen nachgeben oder wenn ihr was Dickeres drunter anhabt. Ist eigentlich ein ganz cooler Anzug. Ist so eine sogenannte Traveler Edition von denen. Ich ziehe den jetzt gleich mal eben an und dann gucken wir uns den mal zusammen an und ich sage euch einfach mal, was ich davon halte, ob das was kann oder halt nicht. Kurzes Ding noch dazwischen geschmissen. Ich habe in dem letzten Video meiner 10 Favorites der Woche diese Hose hier auch von Zara gezeigt. Die ist auch mit dem Anzug zusammen angekommen. Kleines Feedback, die Hose ist mega nice, also kann ich euch echt empfehlen. Sitzt sehr, sehr gut, genauso wie ich es erwartet habe. Allerdings habe ich, glaube ich, noch 5 andere Artikel bei Zara bestellt. Und da ist genau der Fall eingetreten, den ich erwartet habe. Da ist die Qualität leider nicht dementsprechend wie auf den Bildern zu sehen. Also da war ich relativ enttäuscht. Dementsprechend gibt es auch Sachen, die gehen halt wieder zurück. Schauen wir uns jetzt aber erstmal den Anzug an. Das wollte ich nur als Feedback dazwischen geben, damit ihr auch Bescheid wisst. Diese Cargo Chino ist echt, echt gut. So, ich ziehe den jetzt mal eben an. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe den Anzug jetzt angezogen und wie ihr seht, es ist okay, aber es ist nicht optimal. Es gibt verschiedene Dinge, die mich stören, es gibt verschiedene Dinge, die ich gut finde. Fangen wir an mit einem Punkt, den ich gut finde. Also dieses das nennt sich Easy Care B-Stretch, nennt sich das. Also ihr merkt das deutlich, wenn ihr den Anzug anhabt. Ihr habt eine gewisse Freiheit dabei, ihr merkt das auch, der gibt so ein bisschen nach. Es wirkt sehr, sehr gut. Dadurch ist er auch ziemlich eng geschnitten. Ihr seht das hier bei mir jetzt. Ich trage jetzt hier eine ganz normale 48 drin, also auch meine normale Größe. Und er fittet schon ganz gut. Allerdings muss ich sagen, auf den Bildern, und das fällt mir bei Anzug, Online-Bildern immer wieder auf, dann sieht der Anzug natürlich perfekt aus. Das werdet ihr bei einem Anzug, den ihr im Internet bestellt, so gut wie nie haben, denn die sind immer durchschnittlich geschnitten. Das heißt, ihr müsst immer ein bisschen was anpassen lassen. Bei mir, wie ihr seht, sind einfach die Ärmel zu lang. Die Ärmel sind definitiv zu lang. Ich würde sagen, gute 2 bis 3 Zentimeter. Das stört mich extrem. Das heißt, die müssten schon mal gekürzt werden. Da muss man auf jeden Fall den Weg zum Schneider machen. In etwa so würde man die jetzt kürzen. Dann müsst ihr noch mit einbrechen, dass da dementsprechend das Hemd rausgucken würde. Ansonsten ist das hier von der Taillierung etc. echt gut. Mir gefällt der jetzt eigentlich ganz nice. Man könnte den ganz cool casual kombinieren. Einfach mal mit ein paar coolen schwarzen schwarzen Schuhen und einem schwarzen T-Shirt drunter oder halt einem Hemd. Ich habe jetzt hier in dem Fall nur ein weißes T-Shirt und weiße Chunky-Sneaker dazu genommen. Ganz einfach gehalten, aber nur damit ihr mal seht, wie das Ganze so fittet. Ansonsten vom Sakko her, wie gesagt, ist es in Ordnung. Für 69 Euro kann man da absolut nichts sagen. Ich denke, da hat man ein paar Jahre was von und ja, ist natürlich nicht die beste Qualität, aber mehr als ausreichend. Kommen wir zur Hose und bei der Hose ist es so, im Online-Bild, ich blende euch das jetzt hier nochmal eben ganz kurz ein, sah die Hose einfach perfekt aus und das ist genau der Fall. Und das ist genau halt hier nicht der Fall. Die Hose ist halt einfach zu lang. Also für mich wäre sie zu lang. Ich hätte sie am liebsten in etwa so von der Länge her, in etwa, dass man sie rein theoretisch so gerade eben auf dem Schuh aufliegt oder einen Ticken davor sogar so einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter vor dem Schuh aufhört. Nicht bis zum Knöchel hoch. Also das hier wäre für mich auch verkehrt. Ne? Es muss schon eine gute Länge haben, aber in dem Fall ist die mir einfach zu lang. Ansonsten vom Schnitt her alles wunderbar, auch dieser Stretch-Anteil wieder echt empfehlenswert. Fazit dementsprechend, was ihr auf jeden Fall machen müsst, beziehungsweise als kleines Zwischenfazit, ihr müsst auf jeden Fall zum Schneider. Nichtsdestotrotz für 110 Euro
ist das schon ein kleines Schnäppchen. Das muss man schon sagen, wie es ist. Damit könntet ihr, wenn ihr im Anzug, Krawatte, mit einem Hemd und einer Krawatte easy, was weiß ich, in der Bank oder in einem gehobeneren Store arbeitet, easy mit stehen, schöne Farbe, der wirkt sehr hochwertig, auch von der Optik her, kann man einfach gar nichts Negatives gegen sagen und für 110 Euro auf jeden Fall eine Möglichkeit, sein Geld in einen guten, günstigen Anzug anzulegen. Ist jetzt nur ein Test gewesen, dementsprechend einfach mal bei Zara irgendein genommen, das ist aber immer die Frage, also was ihr macht, generell kann ich euch halt empfehlen, entweder ihr probiert es im Store an, wenn ihr die Sachen halt nicht habt, probiert sie zu Hause an und schickt sie dann gegebenenfalls zurück. Eventuell noch ein, zwei Größen mehr mitschicken, wäre halt noch eine Option, aber ja. So, ansonsten, ja, ist es nicht schlecht. Kann ich nichts Negatives gegen sagen. Wäre nicht ganz so mein Fall, auch mit diesem schmalen Revers, aber ich wollte das einfach mal als Option darlegen und als schlichter schwarzer Anzug für den Alltag etc. ist das eigentlich eine coole Option. Und selbst wenn ihr jetzt sagen würdet, hey, das Sakko gefällt mir nicht, auch so eine Hose wäre eine Option mit diesem Stretch-Anteil, wenn ihr die dann einfach ein bisschen anpassen lasst bei eurem Schneider, habt ihr eine coole Anzugshose zu verschiedenen Outfits und ja, ist auf jeden Fall eine coole Variante für 39 Euro und dann müsst ihr nochmal so 10 Euro, 15 Euro beim Schneider einbrechen fürs Kürzen. Ja, ist das auf jeden Fall eine Alternative. Ja, ich denke, das war's auch wieder mit diesem Video. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr von solchen Proben oder Tests haltet. Wie gesagt, ich finde das ganz okay. Mich hätte der eigentlich schon überzeugt. Ich habe allerdings schon so viele Anzüge, deswegen werde ich auch den zurückschicken. Da bin ich ehrlich mit euch. Aber nichtsdestotrotz ist es für 110 Euro eigentlich ein ganz guter Anzug. Falls ich was anderes mal testen sollte etc., lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und ich finde, das ist eine coole Option. Und ja. Lasst mir auf jeden Fall auch ein Abo und ein Like da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Haut rein.